mit der Malerin Alexandra Baumann. Alexandras berufliche Heimat war lange das Staatstheater in Kassel und dort ihre Arbeit mit Stoff und Kostüm. Parallel dazu hat sie schon damals mit Leidenschaft gemalt. Heute ist, glaube ich, so wie ich das sehe, Malen zu einem Lebensinhalt geworden und zu einem großen Bedürfnis von Alexandra. Sie ist Autodidaktin, sie arbeitet intuitiv und instinktiv in ganz, ganz vielen Schichten, die aber in ihrem Arbeitsprozess nochmal einem stetigen Wandel unterzogen sind. Auf diese Weise entstand ihr Zyklus am seidenen Faden, aus dem Sie hier nachher Bilder sehen. Ich möchte Alexandra noch einmal zitieren. Filigran und zerbrechlich. Wie sehr hängt alles um und in uns am seidenen Faden, der alles hält, das große und das kleine Ganze, Welt und Frieden, Liebe und Angst, weltbewegende und persönliche Entscheidungen, Bewusstsein, dankbar sein, Wunsch und Ziel zugleich. Zitat Ende. Wenn Sie die Bilder nachher ansehen von Alexandra, diese Bilder möchten in Ruhe erforscht werden. Erst dann eröffnen Sie den Betrachtenden die Möglichkeit zu erspüren, was ihr Thema und was ihr Anliegen ist. Für mich bedeutet das Fotografieren ein Glücksgefühl, ich kann gar nicht ohne. Das ist das Credo von Marion.